Wir sind auch die 12 Mann. 20 Minuten später sind wir losgegangen. Jetzt kann ich nur das sagen, was Sie erzählt haben. Die kamen nach Conte rein, da waren noch Franzosen. Ich habe auch Bilder, wo damals gefangen genommen wurden. Ritten auf die Brücke zu. Die Pferde ließen sie stehen, sprang dann auf die Brücke und fing an, die Drähte zu durchschneiden. Das gelang ihnen über die Mahne. Und wie sie die Brücke über den Mahnekanal erreicht haben, das waren 4 Mann. Wie sie anfangen wollte zu durchschneiden, flog die in die Luft. Die 4 Mann flogen auf die andere Seite. 3 Mann waren tot. Und einer ist später im Krankenhaus verstorben. So schwer war die Verletzung. Und dann kamen wir. Rechts von Conte, links grad, und dann war Böschung und ging ab Richtung Mahne. Ich bekam den Befehl, rechts auf die Höhe mit Maschinengewehr die Feindseite zu bestreichen. Mit einem Schütze 2 hin, Maschinengewehr aufgebaut, Pferde haben sie mitgenommen, dann ging's los. Da habe ich die andere Seite beackert, wo die Franzose war. Auf der anderen Seite von der Mahne, Mahnekanal. So ungefähr eine halbe Stunde später, wie alles ruhig war, habe ich meine Maschine weggenommen, Schütze 2, und sind dann runter nach Conte. Da habe ich schon auch Franzose gefangen genommen. Ich habe auch Bilder, ich kenne es, schade, dass ich es nicht hier habe. Und an der Brücke, jetzt wollte mir die, wo auf der anderen Seite lagen, wollten wir wieder haben. Da kamen dann die Franzose, die muss ja, da haben wir mit denen verhandelt. So war das damals noch im Krieg. Ne? Also man konnte schon was erreichen damit. Und da haben die Bedingung gestellt, dass wir so und so viele Gefangene freilassen müssen, um die 4 Mann Berge zu können. Und das ist auch gemacht worden. Das dauerte ungefähr also 2 Stunden, war Waffenstillstand. Wird genau die Zeit festgelegt. Und wie die Zeit rum war, fing die Franzose an zu ballern. Die Schwadron war praktisch allein in dem Ort. Also es war ringsum keine deutsche Truppen. Oberhalb von Conte führte die Straße von Paris Richtung Chalon-sur-Marne. Und da kamen die französische Divisionen, die abgehauen sind, die kamen in Richtung Conte. Und was wir hatten, das Einzige, was wir hatten, das war die Panzerbüchse. Die wurden denen aufgestellt, 2 Stück haben wir gehabt, nach der Seite, nach der Seite. Also Conte lag in der Mulde. Ne? Und oberhalb war die Vormachstraße von uns. Ja, wird alles abgewehrt. Wenn die Franzosen so mutig gewesen wären, die hätten so zu Hackfleisch gemacht. Die kamen auch mit Panzer, das ist eine Tatsache. Scheinbar, wie die MGs losgeballert haben bei uns, und das hat ihnen so gerappelt, da die kehrt gemacht sind, abgehauen. Ja, und so war das. Ich lag mit meinem Schütze 2 an der Brücke. Und zwar über die Mahne, die Brücke war ja noch ganz, ja. Links war so ein kleines Gebäude, da lag ich mit meinem Schütze 2. Eine Zeit lang war Ruhe, bis die Dämmerung kam. Es war ja nicht viel Leute da. Der ganze Ort war praktisch, war überall Sicherheitskräfte, also Sicherheitsposten ausgestellt, sodass nur ein Teil in der Häuser war bei der Pferde. Die Franzosen haben natürlich immer wieder versucht, über die Mahne zu kommen, Mahnekanal. Ich habe mich eingeheizt, immer wieder, wenn man was gemerkt habe oder irgendwas Palaver war, die Maschine wieder dazwischen gerade. Da lag ich von mittags 16 Uhr bis der andere Tag um 14 Uhr, 2 Uhr. Da habe ich zu meinem Schütze 2 gesagt, geh mal
Schwadronsgefecht standen und fragten mal, wann die uns ablösen wollen. Da haben die uns ganz vergessen. Stell dir mal vor, so lange ohne zu essen, wir waren junge Bursche. Ne? Ja, da sind wir abgelöst worden. Aber die ganze Nacht habe ich allein Menschen zu zwei die Brücke verteidigt. Und dafür gab es sie dazu. Das war's. Deutsch ist die Sonne, Deutsch immer da, und Deutsch ist unseres Flusses Strand und Meer.